armer Junge kriegt nur Leitungswasser zum Mittagessen. Ja, wir sind hier wieder am Start. Elmago und Baby Fridolin, er sitzt hier wieder in meinem Hoodie drinne. Ich laber nicht lange. Lasst ein Abo da, los geht's. Die Geschichte soll sehr spannend sein, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Inspiriert von, okay, irgendeinem Film. Mhm. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn Mrs. Stevens reinkommt. Hey, Joey. Was ist denn mit deinem Hals passiert? Morgen, Mr. Daniels. Sie kommt, macht euch bereit. Blauer Fleck. Also entweder hat er sich wehgetan oder er hat eine Lady am Start. Und das ist ein Knutschfleck. Guten Morgen, Klasse. Ich bin ein bisschen spät. Joey, was ist dir los? Happy Birthday. Überraschung. Hey, wie süß ist diese Klasse denn bitte? Die machen eine Happy Birthday Überraschungsparty für die Lehrerin. Das ist richtig lieb. Wir wussten nicht mal, wann unsere Lehrer Geburtstag hatten, glaube ich. Einer singt da aber aus der Reihe, Leute, ja? Er singt einer aus der Reihe. Kennt ihr das, wenn man einfach nur Happy Birthday und einer macht daraus eine Sängershow und denkt, er ist bei DSDS. Nein, du bist hier nicht bei DSDS, du bist im Klassenraum und wir singen jetzt zusammen. Mann, mir ist auch schon wieder warm. Oh, danke, Kinder. Wessen Idee war das? Ich hätte es wissen müssen. Na, mein Lieblingsschüler natürlich. Der mit dem, okay, hat ein sehr dreckiges Shirt an und einen blauen Fleck am Hals. Das ist natürlich jetzt verdächtig. Ne, Frido? Baby Frido, was sagst du dazu? Ne, das ist verdächtig. Wisst ihr, auch wenn ich nie eigene Kinder hatte, bei euch fühle ich mich wie eine Mutter. Und ich nehme an, das warst du auch? Du bist so talentiert. Ich brauche ein Autogramm von dir, bevor es zu teuer wird. Sag mir, dass er ihr Lieblingsschüler ist, ohne mir zu sagen, dass er ihr Lieblingsschüler ist. Hm. Joey? Was hast du da am Hals? Sie würden es nicht glauben. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, also ging ich in die Küche. Auf dem Tresen stand ein Glas mit leckeren, selbstgebackenen Keksen. Aber als ich mir einen holen wollte, kam ich in ein Feld von Laserstrahlen. Laserstrahlen, ach Gott. Laserstrahlen, also was ist das jetzt hier für eine Geschichte? Das glaubt ja selbst Baby Frido nicht. Ja, wie in diesem James-Bond-Film. Um diese Kekse zu bekommen, musste ich eine Reihe von akrobatischen Bewegungen machen. Und dann habe ich mich gestoßen. What? Okay, Joey, du übertreibst das. Lass... Kennt ihr diese eine Person, die eine Geschichte erzählen will und immer völlig übertreibt, ne? Also, was für Laserstrahlen so. Das ist natürlich gelogen. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Vielleicht geht's ihm zu Hause nicht so gut. Manchmal sieht man das ja nicht, aber er wirkt wie so ein richtig lieber Schüler. Aber man weiß manchmal nicht, was da hinter so einem Lächeln kann sehr viel versteckt sein. Man sagt ja auch immer, dass depressive Menschen mehr lachen und so weiter. Da kann sehr viel hinter versteckt sein. Also, aber er ist sehr talentiert. Er kann malen, er ist organisiert, er kann touren und er ist ein Komiker. Lasst uns wieder auf unsere Plätze gehen. Ja. Na, den Keks hast du nicht bekommen, oder? Okay, fangen wir an mit einer schriftlichen Zusammenfassung von gestern. Ist nervös? Hast du es nicht gelesen? Ich hab das Buch nicht. Miss Gibbons. Okay, er hat's ihm vorgesagt, alles. Sie muss aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen. Das ist sehr schade. Die Kinder haben sie sehr geliebt. Was ist da drinne? Ist das vergammelter Kürbis da in dem Glasding drinne oder was? Aber wie auch immer. Er kann sich auf nichts anderes konzentrieren, außer auf diese Gimmelscheiße da drinne. Und wir sind so Sorry. Froh, sie hier bei uns in der Schule zu haben, Mr. Smiley. Oh, sind das Kekse für Erwachsene oder für Kinder? Oh,
Oh nein, bitteschön. Ach, er wollte die Kekse unbedingt. Ich hab gedacht, da ist irgendwas Vergammeltes drin und er ekelt sich davor. Aber nein, er hat Auge auf die Kekse geschoben. Der will unbedingt die Kekse. Absolut, ich darf doch. Tut mir leid. Bro, du bist ganz schnell den Job wieder los. Hat er nichts mehr zu essen gehabt? Mein Name ist Mr. Smiley. Ich werde euer Geschichtslehrer sein. Oh nein, Mr. Smiley kennen wir doch schon aus der einen Folge, wo der gute Lehrer weg ist und Mr. Smiley war der Vertretungslehrer und der war beim Militär und der war der schlimmste Lehrer überhaupt. Und hier, okay, ist Mr. Smiley der neue Geschichtslehrer? Okay. Nein, ich möchte, dass jeder meinen Namen aufschreibt. Ich heiße Smiley. Hey, was ist da drüben los? Joey ist Linkshänder und ich... Linkshänder, wie habt ihr das denn geschrieben? L-I-N-G. Das wird mit K geschrieben. Ich bin Rechtshänder, also stoßen wir uns immer an den Ellenbogen. Dann schreib doch mit der rechten Hand, Joey. Wechsel doch einfach die Hand. Ist ja auch so easy, wenn man dein ganzes Leben lang mit links geschrieben hat, dann einfach mit rechts zu schreiben. Das ist unmöglich. Hey, nicht wegwerfen. Warte. Hey, warte. Wirf das doch nicht weg, Bruder. Pepperoni, das ist mein Lieblingsessen. Willst du das etwa wegwerfen? Willst du es? Na, unbedingt. Ihr müsst Mr. Smiley so 5 Minuten geben. Vielleicht 6. Was sollen wir jetzt machen? Ihr habt doch auch Essen. Ja. Na dann esst. Na, ich hau jedenfalls rein. Wieso ist der so scharf auf Essen? Du bist Lehrer, was macht der denn da? Der kümmert sich wirklich nur ums Essen. Also entweder, okay, vielleicht, weil er vorher keinen Job hatte, hatte er kein Geld und konnte sich auch nicht zu essen kaufen, aber keine Ahnung. Wir werden noch sehen, worauf es hinausläuft. Hier, bitte. Nein, es ist okay, du hast mir vorhin schon Essen gegeben. Du kannst was von mir abhaben. Ich werde das nicht alles essen, Joey. Hey, was ist denn da bei euch los? Wir geben Joey was ab von unserem Essen. Ist das ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich? Ich glaube, das Erdnussbutter-Gelee-Sandwich will jemand anders hier haben. Grob oder normal? Grob? Hey, Joey, du kannst nicht das Essen der anderen nehmen. Du musst dein eigenes essen. Und aus Gründen der Hygiene muss ich das konfiszieren. Na, er will das nur haben. Ich beweise sichern, um herauszufinden, woher das stammt. Na, er klaut's einfach. Er will gar keine Beweise sammeln. Er will das einfach selber essen. Mr. Smiley will das Erdnussbutter-Gelee-Sandwich für sich selber haben. Du kleiner, dreckiger, fieser Lehrer. Mr. Smiley, ist es okay, wenn ich auf die Toilette gehe? Was ist das für ein... macht er sich mit der Krawatte den Mund sauber? Was ist denn sein Problem? Die hat ein Essproblem. Oh, sein Magen knurrt. Ich glaube, er hat richtig Hunger. Er trinkt jetzt Leitungswasser. Hey, Joey. Sollen wir dich mitnehmen? Ist okay, Cam, danke. Meine Mutter, sie ist genau da. Gut gemacht. Oh, danke schön. Weiter so. Das war gar nicht seine Mutter, sondern irgendeine fremde Frau, glaube ich. Joey, ich konnte nicht aufhören zu lachen, während ich deinen Aufsatz gelesen habe. Du bist so kreativ. Danke, Mrs. Stevens. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich werde dir das hier geben. Stimmt etwas mit meiner Tasche nicht? Nein, der Kolibri erinnert mich an meine Mutter. Oh. Nun, nimm sie.
Das ist das Mindeste, was ich tun kann, wenn man bedenkt, dass du mir den Muffin gebracht hast und mir die... No, er will die Kolibri-Tasche. ...diese schöne Zeichnung gemacht hast. Betrachte es als Rückzahlung. Mom sagte immer, dass Freundlichkeit nichts kostet. Also danke, ich kann die Bezahlung nicht annehmen. Nun, dann eben als Geschenk. Ich bestehe drauf. Das hätte ich fast vergessen. Die Proben für die Schulaufführung sind morgen. Ich führe Regie und ich denke, du wärst ein toller Oliver. Oh, er freut sich voll über diese Kolibri-Tasche. Das ist voll süß. So, wie geht's dir denn da drunten? Geht's dir gut? Ja. Au. Was ist passiert? Oh, warum tauscht ihr beiden nicht die Plätze? Stimmt. Dann sind es ja beide die Außen. Also das Set, da hätte man echt drauf kommen können mal. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich etwas im Auto vergessen habe. Ich bin gleich wieder da. Johnny, Jason und ich spielen nach der Schule Basketball. Willst du mitmachen? Ja, das wäre cool. Kann ich nicht. Ich habe meiner Mutter versprochen, ihr zu helfen. Komm schon, frag sie doch einfach. Sie sagt bestimmt ja. Ich habe kein Telefon. Dann nimm doch meins. Hey Mom, kann ich nach der Schule Basketball mit meinen Freunden spielen? Geht nicht? Ich spreche mal mit ihr. Ja, oder ich? Mama? Ich darf doch? Oh, Mama, du bist die Beste. Ich darf. Also, er will nicht mit seiner Mutter telefonieren. Er hat ja auch gesagt, die Kolibris erinnern ihn an seine Mutter. Vielleicht hat er keine Mutter mehr oder sie hat ihn verlassen oder so. Aber wieso erzählt er das nicht, sondern ist ihm das unangenehm oder... Irgendwas ist da im Argen. Okay, wir werden es noch rausbekommen. Wow, cool. Und er hat echt wenig zu essen. Und der Mr. Smiley frisst ihm sogar noch das letzte Essen weg. Das kann doch nicht wahr sein. Viel Spaß. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Wir spielen jeden Donnerstag nach der Schule. Komm doch vorbei. Oh nein! Er hat so wenig zu essen, er hat nur diesen einen KitKat und den teilt er jetzt sogar noch mit seinen Freunden. Und er hat selber... Hey Jungs, ich hab euch Mittagessen mitgebracht. Echt jetzt? Es gibt Pizza? Ich liebe Pizza. Ich hab gesagt, dass du kommen sollst. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und hey, kann ich auch eine Serviette haben? Ja, natürlich. Da ich deine kleine Dienerin bin. Ich bin ja nur die Besitzerin. Wo bleibt nur der Junge? Oh, okay, ich glaube, das ist seine Mutter. Und sie ist nicht unbedingt die freundlichste. Hier. Dankeschön. Wo bist du denn gewesen? Hä? Du solltest doch schon vor einer Stunde hier sein. Ich weiß, es tut mir leid. Ich war mit ein paar Freunden Basketball spielen. Du erwartest von mir, dass ich mich hier um alles kümmere, während du rausgehst und spielst? Er ist ein kleiner Junge und du bist eine erwachsene Frau. Klar kann er hier und da mal helfen, aber er ist immer noch ein Junge und er muss auch mal spielen können. Und anscheinend kriegt er wohl nicht mal was zu essen. Was ist das denn für eine Rabenmutter? Okay, also jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Er hat noch eine Mutter, aber er traut sich nichts zu fragen, weil sie halt so böse reagiert auf alles. Freunde, machen kurz die Grüße, dann geht's weiter. Grüße gehen in diesem Video raus an die Margangster, an M, an Victoria. Danke, dass du mich in der Story erwähnt hast. Und an Lea, wenn du im nächsten Video auch Grüße werden willst, folg mir auf Instagram und schreib mir eine liebe Nachricht. Ich nehme das als Strafe für eine Woche. Das ist sein Bett, die kleine Matratze. Und sie nimmt ihm jetzt als Strafe die Decke weg? Also eine Decke zum Schlafen ist ja wohl das Mindeste, was jeder Mensch verdient hat.
Wenn du mir noch einmal nicht gehorchst, nehme ich die Matratze auch mit. Oh mein Gott, er schläft auf so einer dreckigen Matratze da im Hinterzimmer. Meinst du, ich kann etwas Essensgeld für die Schule morgen haben? Was redest du denn da? Ich hab dir gestern $7 gegeben, das sollte für die ganze Woche reichen. $7 für die ganze Woche. Das sind $1 pro Tag. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Antwort. Die Mutter ist wirklich grausam, ist eine richtige Rabenmutter und sie erlaubt ihm halt gar nichts. Deswegen traut er sich natürlich auch nicht, sie anzurufen. Das war für ein Törtchen und ein paar Kerzen für meine Lehrerin. Nun, das war dumm, nicht wahr? Dann wirst du wohl hungern müssen. Hallo? Haben sie geöffnet? Geh, kümmere dich um den Kunden. Beeil dich. Das ist Kinderarbeit. Und bring das schmutzige Geschirr zurück. Das ist Kinderarbeit. Hey Joey, schau mal. Ja, wie wär's, wenn du ihm mal seine Wäsche ein bisschen wäschst? Was ich dir mitgebracht habe. Weil du deine Schokolade mit mir geteilt hast, will ich mich revanchieren. Oh, aber die Klassenkameraden sind wirklich lieb. Nein, das ist okay. Okay, dann nimm es als Geschenk. Ja, dann ist okay. Ab in die Kolibri-Tasche. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Nehmt alle eure Bücher und schlagt die Seite. Oh nein, jetzt nimmt Mr. Smiley ihm wieder das Essen weg. Was ist das denn für ein Lehrer? Der klaut den Schülern einfach das Essen. Der ist essenssüchtig. Nein. Machen wir was anderes. Wer hat Lust zu spielen? Oh, Wahnsinn. Ja, geht schon mal nach draußen. Ich bereite alles vor. Raus mit euch. Na los. Oh nein, damit er sich in Ruhe das Essen klauen kann. Hast du deinen Spaß? Mr. Smiley? Er klaut einfach das Essen. Einfach verschwunden? Nicht nur meine Pizza, auch meine Tasche und alles andere. Weiß jemand, wann's hier losgeht? Wir warten immer noch auf Miss Stevens. Ich weiß nicht, warum sie... Mrs. Stevens hatte einen Notfall. Mrs. Daniels hat mich gebeten, einzuspringen. Wer von euch spricht für Oliver vor? Fangen wir an mit... dir. Sir, ich war ein armer Junge. Ein sehr armer Junge, in der Tat. Ohne ein Zuhause, ohne einen Freund, ohne Vater, ohne Mutter, ohne irgendjemanden. Ich wurde auf der Straße zurückgelassen, im Stich gelassen von denen, die sich um mich hätten kümmern sollen. Sie überließen mich dem Tod in der schmutzigsten Ecke dieses schrecklichen Ortes. Das reicht. Wir machen erstmal Mittag, okay? Wir haben doch gerade angefangen. Bleib auf dem Teppich, Othello. Wer hat dir das sagen, du? Bleib auf dem Teppich, Othello. Hä, wie, was ist denn sein Problem? Der hat, glaube ich, eine Essenssucht. Oder ich. Genau. Hier, du kannst meins haben. Nein, du hast mir vorhin doch schon Essen gegeben. Komm schon, das kriege ich eh nicht allein runter. Du hast wieder nichts zu essen, Joey? Oh, ich hatte etwas Pizza, aber irgendwie ist sie weg. Du kannst den Kindern doch nicht ihr Essen wegessen. Mr. Smiley, wer macht das denn hier die ganze Zeit? Also ich habe hier jemand ganz anderen unter Verdächtigung, der hier den Kindern das Essen weg isst. Hast du denn kein eigenes? Hab ich es. Komm, Joey, komm mit mir mit. Und bring das mit. Er will ihm das auch klauen. Hör mal, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber du gehst jetzt heim. Was? Nichts was. Kein Essen, kein Vorsprechen. Verstehst du das? Jetzt hau ab. Gib mir das Sandwich. Der klaut den ein... Warum sind schon alle beim Mittagessen? Hey, woher haben Sie das? Oh, dieses alte Ding hier. Oh, letzter Geburtstag, Weihnachten, mein Hausmädchen. Sie hat's gestrickt, irgendwie. Das ist interessant. Ich hatte früher die gleiche. Oh, so ein Zufall. Na dann, guten Appetit. Habt ihr Joey gesehen? Er sollte zum Vorsprechen da sein. Er war hier, aber dann ist er gegangen. Warum? Weiß irgendjemand, wie man ihn erreicht? Mr. Smiley hat ihn rausgeworfen, damit er wieder Essen für sich haben kann. Ist da nicht noch die Nummer in deinem Handy? Ja, genau. Hallo?
Die gewählte Nummer ist uns unbekannt. Das ist seltsam. Kein Teilnehmer. Ich frage mich, warum er gegangen ist. Okay, das ist die Nummer, die er halt angerufen hat. Weiß das jemand? Joeys Mittagessen wurde gestohlen. Und ich habe zufällig gehört, wie Mr. Smiley sagte, Joey kann nicht zurückkommen, bis er sein Mittagessen gegessen hat. Hat er das? Warum sollte er das sagen? Ich kann das nicht glauben. Ich habe gesehen, wie Mr. Smiley Joeys Mittagessen mitgenommen hat. Es war in der Kolibri-Tasche. Gehen Sie los und sprechen mit ihm? Ja, das werde ich. Er sitzt da und frisst weiter. Also Mr. Smiley, wenn du schon... Also Essen von den Kindern zu klauen geht natürlich gar nicht, aber wenn du schon klaust, dann machst du doch zumindest ein bisschen cleverer. Erst einmal Joey holen. Ihr wartet hier, okay? Donuts. Ah, okay, das ist die Adresse, die im Lehrer... im Dings hinterlegt ist, also in der Schulakte. Und jetzt sieht sie, dass das halt ein Shop ist. Also er schläft halt in dem Shop von seiner Mutter. Die wohnen im Restaurant. Ja. Und denk nicht mal daran, etwas zu essen, bis du die Küche aufgeräumt hast. Hast du mich verstanden? Vor allem, die arbeiten sogar in einem Donut-Geschäft und die werden doch, Donuts kann man am nächsten Tag doch eh nicht verkaufen, die werden doch total hart über Nacht. Lass die doch zumindest Joey essen. Ey, der hat die schlimmste Mutter und einen Lehrer, der alles weg isst. Joey, ihr kriegt einfach gar nichts zu essen. Joey, bist du okay? Hast du hier geschlafen? Es tut mir so leid, ich wusste nicht, wie dein Leben ist. Es war nicht immer so. Aber in letzter Zeit ist es schlimmer geworden. Wissen Sie, ich habe meinen Vater nie richtig gekannt. Es war egal, denn ich hatte meine Mutter. Wir waren immer zusammen. Ah, okay, das ist gar nicht seine leibliche Mutter, sondern irgendwie nur seine Stiefmutter, die ihn aufgenommen hat. Und die ihn jetzt in dem Shop leben lässt. Und deswegen erinnert der Kolibri auch ihn an seine Mutter, weil sie wahrscheinlich zusammen Kolibris immer gefüttert haben. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie bald richtig krank werden würde. Oh mein Gott, der hat seine Mutter und seinen Vater einfach an der Krankheit verloren. Es kam aus heiterem Himmel. Ich saß jeden Tag an ihrer Seite und hielt ihre Hand und betete, dass sie wieder gesund wird, bis sie... dann starb. Das ist hart. Nachdem meine Mutter gestorben war, habe ich alles verloren. Und was ich nicht wusste, war, dass die Dinge noch schlimmer werden würden. Pflegemutter, sie behandelt mich wirklich schlecht. Sie lässt mich arbeiten. Sie gibt mir nichts zu essen und macht ständig gemeine Sachen mit mir. Eine günstige Arbeitskraft halt, ne? Die Mitarbeiter, dem du kein Geld geben musst, kein Essen geben musst, und keinen Schlafplatz braucht, ne? Also das ist natürlich, geht gar nicht, was sie tut, aber sie denkt da halt nur an sich so. Und das ist natürlich, geht gar nicht, einen Menschen so unmenschlich zu behandeln. Jetzt wissen Sie, was los ist. Es wurde alles immer schlimmer. Sehr schnell. Warum hast du mir nichts erzählt? Ich tue so, als ob in der Schule alles in Ordnung ist, weil ich nicht will, dass die Leute mich verurteilen. Ja, man möchte halt nicht das Bild irgendwie nach außen geben, dass man in schlechten Verhältnissen lebt oder so, weil einem ist das natürlich unangenehm. Aber Leute, wenn man solche schwerwiegenden Probleme hat, muss man darüber reden, so, weil es geht ja einem schlecht so. Und er hätte auch darüber reden müssen, aber er ist halt ein kleines Kind, ne? Und ist deine Pflegemutter dafür verantwortlich? Für den Hals. Wer sind Sie? Ich bin Joeys Lehrerin und die Person, die ihn von hier wegholt. Oh, nicht so schnell.
Du gehst nirgendwo hin. Doch, das tut er. Es sei denn, Sie möchten, dass ich die Polizei rufe und Sie informiere, dass Sie gegen Kinderarbeitsgesetze verstoßen. Ganz zu schweigen von allem anderen. Wollte ich gerade sagen. Also, sie hat ja viel Dreck am Stecken und ich glaube, dass sie nicht will, dass die Polizei gerufen wird. Ich frage mich, wie hoch die Gefängnisstrafe für jemand ist, der so etwas tut. Komm schon, Schatz. Einfach seine Lehrerin, nennt den Schatz. Aber das ist eine gute Lehrerin, also sie setzt sich für ihn ein. Sie möchte, dass es den Schülern gut geht und dass sie achtet auf die Verhältnisse zu Hause. Deswegen, also es ist trotzdem eine gute Lehrerin. Suchen Sie etwas, Mr. Smile? Ey, der sucht schon wieder das Essen von den Kindern. Ne? Was ist denn das für ein Typ? Du kannst doch nicht den armen kleinen Kindern das Essen klauen, Junge. Ellie? Nein. Und wenn du so viel Hunger hast, den kaufst du dir selber. Ich habe eine Linse verloren. Ja. Sie würden doch nichts aus dem Rucksack von Schülern nehmen, oder? Nein. Ja? Nein, Mr. Smiley liebt Kinder. Ist das so? Mr. Smiley liebt Kinder. Weil Joey mir erzählt hat, dass sein Mittagessen verschwunden ist und es war in genau der Tasche, die ich ihm gegeben habe. Die gleiche Tasche, aus der Sie gerade gegessen haben. Wir werden Ihre Dienste nicht mehr benötigen, Mr. Smiley, da die wunderbare Miss Gibbons zurückgekehrt ist. Wir schicken Ihnen den Scheck. Sie sind... Entlassen. Entlassen. Kann ich die Kekse behalten? Der verliert gerade seinen Job. Er wird gerade fristlos gekündigt und seine einzige Frage ist, ob er die Kekse behalten kann. Nein. Und jetzt raus hier. Aber das ist doch gar nicht gesund für die Kinder. Nein, raus. Ja. Also Mr. Smiley, das war's. Der hat auch, glaube ich, nicht einmal Unterricht mit denen gemacht, weil er nur ins Essen gedacht hat. Ich fass es nicht. Aber die Schulleiterin hätte das ja auch schon bemerken können beim Einstellungsgespräch, wie er da die Kekse gefuttert hat. Sir, ich war ein armer Junge. Ein sehr, sehr armer Junge. Ohne ein Heim, ohne einen Freund. Ohne Vater und ohne Mutter. Ohne irgendjemand. Aber selbst in den dunkelsten Nächten kann ein einziger Stern Hoffnung geben. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass eines Tages ich das Licht finden werde, das mich aus dieser Dunkelheit herausführt. Ich denke, er bekommt die Rolle als Oliver. Und wie war ich? War das nicht offensichtlich bei dem Applaus? Wieso habe ich das Gefühl, dass Joey ihr Lieblingsschüler ist? Ich weiß nicht. Aber das hier für dich. Na, Pizza. Aber nicht satt essen. Wir haben noch ein Thanksgiving-Essen. Danke. Ich stehe tief in deiner Schuld. Für alles, was du für mich getan hast. Du schuldest mir nichts. Weil ein weiser Mensch mir einmal gesagt hat, dass Freundlichkeit immer kostenlos ist. Ja. Wenig Trinkgeld. Woran das wohl liegen mag, dass sie kaum Trinkgeld bekommt. Oh, Polizei, das sieht nicht gut aus. Gretchen Johnson, wir sind hier, um mutmaßliche Verstöße gegen die Kinderrechte zu untersuchen. Und ihr geht's jetzt richtig an den Kragen. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Sehr, sehr schöne Geschichte. Mini Fridolin, also Baby Fridolin und ich sagen tschüss, vielen Dank fürs Anschauen. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier ist mein Instagram, hier sind zwei andere coole Videos. Ja, schreibt mal eure Meinung zu dieser Geschichte in die Kommentare. Vielen Dank fürs Anschauen und bis dann. Ciao, ciao.